Bereits vergangene Woche zeigten wir euch ja einen Basteltipp für Ostern von unserer Nina. Und damit euch nicht langweilig wird, gibt sie diese Woche gleich nochmal einen Tipp für Ostern. Ja, und damit unser Haus auch österlich bunt wird, basteln wir jetzt noch eine schöne Girlande, die ihr auf den Osterstrauch hinaufgeben könnt oder auch mit einem schönen Faden, mit einem dünnen oder durchsichtigen, mit einer Nylonschnur dann aufhängen könnt. Dazu brauchen wir nicht viel, und zwar zwei Papiere in verschiedenen Farben. In diesem Fall nehmen wir Orange für die Möhre und Grün für das Blattwerk. Hier nehmen wir einfach die lange Seite und es reichen hier eigentlich 1,5 cm. Ihr könnt natürlich aber die Breite so gestalten, wie ihr wollt und vor allem, wie groß das Möhrchen werden sollte. Wir machen so eine mittlere Größe, mit einem Bleistift einfach anzeichnen, achten, dass natürlich auf der anderen Seite das gleiche ist und dann biegen wir das einmal genauso um. Schauen, dass ihr schön gerade werdet beim Biegen und hier, auch wenn das Papier fest ist, unbedingt schön mit dem Nagel gut feststreifen. Wenn ihr auch habt, vielleicht ein Falzbein zu Hause, dann könnt ihr das auch verwenden oder sonst einfach öfters drüber streichen. Dann kommt wieder die Schere zum Einsatz und wir schneiden einfach das Papier genau hier ab. Sollte bitte in diesem Fall ziemlich gerade werden, sonst ist es schief, die Möhre. So, und jetzt hat es aufgepasst. Wir machen jetzt hier so Schlingen. Das heißt, wir fangen hier an und machen mal die erste Schlinge. Und dann könnt ihr schauen, wie viel sich ausgehen. In diesem Falle gehen sich zwei aus. Wenn das Papier länger ist, könnten wir noch eine dritte dazu machen. Aber wie ihr wollt es natürlich. Alles, was überschüssig ist, schneiden wir weg. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass wir hier festkleben, dass das auch gut funktioniert. Und zwar, wenn wir hier das Herzerl haben, das eine Seite vom Herzerl, dann bitte unbedingt einmal hier ankleben und einmal auf der anderen Seite. Dann können wir das ja schön zusammenfügen. Dann ein paar Sekunden festhalten. Und schon ist das erste Herzerl fertig. Jetzt kommt noch die Karotte an die Reihe. Dann nehmen wir ein oranges Papier. Können Sie natürlich auch in verschiedensten Farben machen. Und da brauchen wir jetzt die ganze Länge. Und schauen natürlich, dass wir die gleiche Größe haben wie hier. Das waren 1,5 cm. Wieder unser Einser-Trick. Das heißt, einmal umbiegen, genau dort, wo wir den Punkt gemacht haben, feststreifen und hier wieder abschneiden. Hier bitte wieder einigermaßen genau arbeiten, sonst bitte wieder einen Erwachsenen um Hilfe bitten. So. Und da brauchen wir natürlich noch einen zweiten Streifen für die zweite Seite. Da können wir entweder hier gleich den Strich ziehen oder wieder 1,5 cm abmessen. Einmal wieder umknicken. Feststreifen und abschneiden. So, so wird unser Zimmer und unsere Wohnung total schön und österlich. So. Wenn wir die zwei Streifen haben, dann kleben wir die und zwar einmal so und einmal so auf unser Herzerl drauf. Ich zeige das jetzt vor. Da wieder nicht mit dem Klebstoff sparen. So. Und zwar so, dass diese Streifen nach oben schauen.
wieder einige Sekunden antrocknen lassen und dann kleben wir das unten einfach so zusammen und die Karotte ist fertig. Und da können wir dann ganz viele Karotten herstellen, je nachdem wie viel wir brauchen. Und die dann schön aufhängen auf einer Girlande oder auf unseren Osterstrauch.